Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen Runde Trainsim. Mit mir dabei ist der Tobi. Hallo. Wir müssen gerade die Anmod vielleicht ein ganz klein bisschen zusammenstauchen, weil gerade OBS zu blöd war, das Mikrofon aufzunehmen. Deswegen Kurzlauf. Wir fahren heute ein bisschen S-Bahn auf der 426er Baureihe auf der Map Garmisch-Partenkirchen München. Und wir fahren, glaube ich, von Garmisch nach Starnberg. Also wir hauen mal in den Sack. Und gucken mal. Sehr gut. Es ist halt ein S-Bahn-Zug einwagig. Also es ist tatsächlich mal was relativ Entspanntes, wo auch das Bremsen sehr angenehm werden sollte. Wo stehen wir hier? Genau. Wir stehen in Garmisch-Partenkirchen. Gucken mal kurz unsere Haltestellen an. Farchand, Oberau, Eschenlohe, Ohlstadt, Murnau, Uffing, Hugelfing, Weilheim, Tutzing, Feldafing, Possenhofen bis Starnberg. Da kennt man dann wahrscheinlich nur Murnau und Starnberg von, außer man wohnt da. Aber lassen wir das. So, wir machen mal PZB an. Sieferl lasse ich mal aus. Aus Gründen. Also ich. Ja, gut, Starnberg hatte ich ja gesagt, kennt man. Ja. Murnau hast du mit. Ja, Murnau sagt mir zumindest noch so ein bisschen was. Hab ich auch schon gehört. Ich habe dummerweise nebenbei eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und nur einzelne Wörter gemerkt. Ist nicht schlimm, ich sag dir ja gleich nochmal. Wir fahren jetzt erstmal nach Farchand. Jetzt wollte ich noch aus Interesse gucken, wie viele Schritte es denn heute waren. 12.375. Das ist eine gute Quote. Ich finde, ich sollte viel häufiger mal ein bisschen laufen. Morgen bekommst du eine Gelegenheit, wenn du möchtest. Wenn ihr mit den Hunden geht, genau, komme ich gerne mit. Sehr gerne. Mit den Wuffis, weil das ist ja auch ungefähr die Zeit, wenn ihr morgen kommt. Wir hatten ja so gegen 4 gesagt. Ja. Und krieg ich doch hin. Dann sollte das ja passen. Ne? Das ist nämlich auch ungefähr die Zeit, wo wir mit den beiden laufen, von daher. Ich muss das noch grob eruieren, wie das zeitlich hier mit Losfahren aussieht, weil ja doch das durchaus Verkehr da eine Rolle spielt. Ja, du kannst auch gerne früher kommen, ne? Also es ist kein Problem. Ja, ich guck mal, das kriegen wir irgendwie hin, ne? Du bist ja da. Ich hoffe. Also da sollte ich wieder zurück sein. Also, bist du nicht am Morgen frei, oder? Ja, das ist richtig, aber ich muss morgen trotzdem auch mal so durch die Weltgeschichte. Ah ja, das ist okay. Kriegen wir hin. Das ist aber alles nichts überbordend Schweres. Oder Schlimmes. Nur ein Rezept abholen, dann einmal zu Julian rein, weil der noch Karten liegen hat, aber gerade in Ulm verweilt. Und dann einmal nach Bochum zum Metzger. Und dann nochmal noch in Netto. Dass mein FIFA kaputt ist? Nein, das ist FIFA, die Wahrscheinlichkeit besteht. Im Menü stand Karriere fortsetzen, in Klammern nächstes Spiel Manchester City. Das nächste Spiel ist gegen Manchester United. Ja, es ist Manchester drin, das ist ja schon mal viel wert. Ich spule ein bisschen vor, auf einmal kommt da so wieder dieses komische, fiktive Spiel, was, wo mir gesagt wird, ich hätte nicht genügend Spieler. Und danach kommt dann tatsächlich das richtige Spiel, also. Ja, ich glaube, das ist einfach ein korrumpierter Save-File. Das klingt ziemlich hart danach. Das kommt einfach regelmäßig, immer dann, wenn der Wettbewerb wechselt, kommt da irgendein Spiel zwischen, wo ich aufgeben muss oder wo der Gegner das Spiel aufgibt. Was aber halt nicht Inhalt des Spielplans ist. Ja, das klingt halt nicht richtig. Aber solange es nur das ist, werde ich diesen Spielstand trotzdem weiterspielen. Ja, das ist ja auch gut erträglich. Du drückst halt einmal auf OK oder auf Aufgeben und dann ist gut, das passiert halt nichts. Jetzt spiele ich Champions League mit Bochum gegen Manchester United. Man kennt es. Klassiker. Quasi der Klassiker in der Champions League. Wusstest du übrigens, dass die Spielpaarung Dortmund gegen Chelsea, ne, vor dem Champions League-Spiel jetzt vor ein paar Wochen noch nie stattgefunden hat?
Nein. Ich auch nicht. Ich hätte es auch nicht glauben können, aber ich habe da mal beim Kicker nachgeguckt, das ist tatsächlich so. Interessant. So, wir sind schon mal pünktlich in Farchand. Das ist auch so eine klassische S-Bahn-RB-Milchkanne. Finde ich gut. Ich weiß übrigens auch noch gar nicht, unter welchem Label dieses Video erscheint. Ob das ein Quatsch und Reif ist oder ein Let's Play Train Sim. Wir werden sehen. Ich überlege mir das mal noch. Ich habe heute übrigens mal wieder den ETS installiert und schon ein bisschen gefahren. Ich hatte mal wieder unnormal Bock auf ein bisschen lustige Truck-Action. Ist gut. Ich muss auch demnächst einfach mal wieder mein Lenkrad hier hinstellen und mal wieder so ein Spiel anschmeißen. Und ehrlicherweise, ich muss das ja immer wieder sagen, ich finde den ETS halt einfach besser als den ATS. Der macht mir mehr Spaß. Ja, ich einfach auch wahrscheinlich schon aus der Tatsache heraus, dass ich diese amerikanischen Trucks nicht mag. Ja. Nächste Haltestelle ist dann Oberau. Oder wie Kenner sie nennen, Oberau. Heißt ja auch Ruhrau, ne? Wisst ihr Bescheid? Ruhrau, ja. Service Street. Oh, da wird gleich irgendein PCB-Magnet kommen. Da ist eine 60er-Begrenzung am Gleis, am Signal. Das heißt, das Vorsignal wird wahrscheinlich eine Tafel haben. Mal gucken. Jo. Ach, sehr gut, aber der Magnet ist nicht scharf. Gute PZB schon wieder in der Strecke. Oder bitte ihn nur scharf, wenn es jetzt eine veränderliche wäre und nicht eine permanente in der Strecke markierte. Ich glaube, es ist eigentlich immer einfach unter 100. Aber egal. Ist jetzt nicht dramatisch. Wir wissen ja, dass es kommt. So streckenkundig bin ich dann doch nicht, wa? Dass ich das hier aus dem Kopf wissen würde. Ja. Und im Gegensatz zum Bleistift der Frankfurter U-Bahn kannst du halt auch solche Bahnen nicht auf Sicht fahren. Nicht so ganz. Also, das ist halt, ein U-Bahn-Wagen ist dafür ausgelegt, dass er schnell beschleunigen und bremsen kann. Dafür wird halt auf die Höchstgeschwindigkeit verzichtet, ne? Ja. Ja, ich meine, ihn hier kannst du wahrscheinlich noch am ehesten, ne? Weil so ein Eintrag, also ein einzelner S-Bahn-Wagen hat ja jetzt nicht so wahnsinnig den Bremsweg. Moin, Kollege. Lass mir meine gute Laune von heute nicht durch FIFA verderben. Das wäre auch schade. So, herzlich willkommen das in Oberau. Das ist richtig. Oberau, nicht Oberammergau. Nee. Aber ein guter Punkt, schade. Um kurz das Thumbnail schon mal zu schießen. Das ist gut. Ich weiß ja nicht, ich bin immer noch so ein Fan von dieser klassischen Baureihe 4426, ne? Oder alles in dem Dunstkreis. Ich finde, das waren einfach schöne S-Bahn-Wagen.
Achso, hier ist nochmal 60, weil ja die Gleise wieder zusammen müssen. Das ergibt Sinn. Ich muss sagen, ich habe keine schlechten Chancen hier, aber steht halt gerade 2-0 für Menu. Für den Manu. Das ist schlecht. Nächster Halt ist übrigens Eschenlohe. Find diese Map übrigens immer noch irgendwie interessant. Weil da irgendwie, du hast so diese Pampa-S-Bahn, gleichzeitig hast du aber auch irgendwelche Regionalzüge aus München und ICE-Szenarien. Also irgendwie ist da alles drin. Zugegebenermaßen ganz witzig. War auch schon ein paar Tage auf dem Buckel, aber ich finde von der reinen Simulation her immer noch eine ganz angenehme Lok. Ja. Das ist gut. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum es jetzt in den 14 Jahren, wo es den Trainsum gibt, dass es immer noch kein Addon gibt, wo es den Dortmunder Hauptbahnhof gibt. Das kann ich übrigens auch nicht nachvollziehen. Und so klein ist der jetzt nicht. Also, du kannst mir auch nicht sagen, dass das zu viel Arbeit wäre. Der Berliner war bestimmt jetzt auch nicht weniger Arbeit. Ich verstehe es dann halt auch nicht zu sagen, ja, wir machen eine Ruhrgebietstrecke und die endet aber vor Dortmund. Ich meine, ich hätte verstanden, wenn du sie nicht bis Solingen durchziehst, ne? Gerade bei der S1, alles gut. Aber die so komplett willkürlich da irgendwo in der Pampa, also nicht in der Pampa, aber in Bochum enden zu lassen, wo ja eigentlich nur 3 Haltestellen weiter die Endhaltestelle wäre, habe ich nicht ganz verstanden. Das verstehe ich auch nicht. Und auch auf der anderen Seite hätte man halt auch die Stammstrecke verlängern können nach Düsseldorf. Ja, das auf jeden Fall. Das wären dann die logischen Endpunkte. War ja auch vorher die S21, als sie noch unter 2 Linien firmiert waren. War ja Dortmund-Düsseldorf. Ja. Warum ist hier jetzt 60? Weiß ich nicht. Vielleicht wegen der Kurve. Ja gut, die sieht ein bisschen schärfer aus, das stimmt. Also die links jetzt hier. So, nachher mal noch ein bisschen da drüben, ne? Und morgen mal die Scheibe treffen. Aber ich mir bei dir keine Sorgen. Ich mir strategisch auch nicht. Ich hatte heute schon fast wieder eine 180er getroffen. Die ist mir nur 2 Nuppen von der Softdart-Scheibe daneben geplöppt. Ja. Einmal eine 140 war noch. Und 160er heute geworfen aus Versehen. Also wirklich aus Versehen. Ich habe alle 3 auf die 180 geworfen, aber einer ist mir in die 40 oben abgerutscht. Das ist auch interessant. Ich habe gerade zumindest mal das 2-1 geschafft. Das ist gut. Hinspiel oder Rückspiel? Es ist noch Gruppenphase. Ach, dann ist ja sowieso noch entspannt. Ja, vor allem, weil ich im Moment mit 12 Punkten in der Gruppe führe. Und Manchester hatte jetzt vor dem Spiel 7 Punkte. Es ist also okay. Und jetzt gibt es gerade eine rote Karte für Manchester, weil das gerade eine Notbremse war. Das ist natürlich belastend, würde ich sagen. Herzlich willkommen in Eschenlohe. So, oh, und den Freistoß haue ich an die Latte. Boah.
unlucky, würde ich sagen. Ja, du bist München hier, ne? Ja. Ich sag mal so, ich habe danach noch ein Spiel. Ne, kann ja gar nicht. Das ist das letzte Spiel. Selbst wenn ich das verliere, bin ich Gruppenerster. Das musst du mir auch erstmal sagen. Das war nicht so gut. Ich gewinne hier die Champions League Gruppe mit ManU und Barcelona. Das ist dein elitärer Skill. Ja. Das ist halt FIFA. Das ist ein Punkt. So, jetzt dürfen wir noch tatsächlich mal 110 fahren. Das ist doch schön. Nach Ohlstadt. Wo und ich habe gerade ausgeglichen. Sehr gut. Alter, war das von der Strafraumgrenze einfach mal in den Winkel geknallt. War bestimmt Zoller. So, der ist gerade verletzt. Achso, ja gut. Und der ist schon noch da, den ne? Krieg ich, weil das... Der ist schon noch da, ja. Den kriege ich wohl erst in der Rückrunde wieder. Wir haben jetzt November, also der hat so 2 Monate fällt er aus. Ja, ich vermisse ja gerade in meiner Dortmund-Karriere den Herrn Griezmann. Der hat sich nämlich einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja. War ich auch wieder sehr erpicht drüber. Ja, glaube ich. Ja. Boah, den Konter hätte ich auch zum 3-2 ausspielen können, wenn der Querpass mal ein bisschen flacher gekommen wäre. Das Hinspiel gegen ManU hatte ich schon gewonnen. Das erste Spiel in der Gruppe. So, egal. Willst du nicht da einfach mal hinlaufen? Ich finde den Namen Ulstadt auf jeden Fall schon jetzt übertrieben. Ulldorf hätte es getan. Ich kann ja mit Düsseldorf tauschen. Na, da hätte es Düsselstadt doch schon sein können. Ja, empfehlen. Welcome to Old City. Aber schon recht pittoresk hier wieder der Ort, ne? Also das kann Bayern ja. Stadt würde ich da trotzdem nicht nennen. Ja. Okay, Spiel zu Ende. 2-2 finde ich, kann ich ganz gut mitleben, dafür, dass ich zur Pause 2-0 hinten lag. Ja, das ist durchaus richtig. Und das in der ersten Halbzeit auch, wo ich hätte schon 4-0 stehen können. So, jetzt geht es nach Murnau. Da freuen wir uns doch alle. Da wollten wir doch heimlich immer schon mal hin.
freue mich ja am Donnerstagabend schon wieder darauf, mit dem RE nach Köln zu fahren. Das wird auch wieder toll. Ja. Schon wieder in Köln? Ja, schon wieder Konzert. Das wird auch nie besser. Am 12. Mai sind wir das nächste Mal dann da. So eine Art französische Arthouse-Band, die heißt Sabaton. Sabaton. Ja, ist halt eine französische Heavy eine schwedische Heavy Metal Band namens Sabaton. Aber ich finde den Witz mit französischer Arthouse Band immer noch lustig. Ja, ja, ich verstehe das. So, jetzt Bundesliga gegen Stuttgart. Also quasi das, was am Sonntag passieren wird. Ist das so? Ich habe den Spieltag mir noch nicht angeguckt. Ich weiß nur, dass Dortmund gegen Union spielt. Ja. Bochum spielt gegen Stuttgart. Aktuell ist Stuttgart übrigens Tabellenletzter, ne? Noch. Schalke spielt ja auch noch. Ja. Die versuchen ja momentan auch alles abzusteigen. Anders kann ich mir diese Leistung gegen Leverkusen auch echt nicht mehr erklären. Also das ist... Das war echt, also ein geniales Spiel, ja. Kaiserslautern Heidenheim hatte einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Ich habe es leider noch nicht gesehen, ja. Aber die Nachspielzeit war geil. Heidenheim führte 2-0. Kriegt in der 90. Minute einen Elfmeter, schießt den an den Pfosten. In der 93. kriegen das 1-2 und in der 95. das 2-2. Oh, what the fuck? Ja, klingt irgendwie gesund. Das war auch eine schöne Steigung hier. Uiuiui. Ich wusste gar nicht, dass Murnau so hoch liegt im Vergleich zum Rest. War eine übrigens mit meinem Team mal wieder in der Bundesliga die beste Offensive und die schlechteste Defensive. Ja, das habe ich aber auch in jeder Karriere. Weil ich halt defensiver auch ums Verrecken nicht kann. Ich halt auch nicht so gut, wie gerne gehabt. Gestern zum Beispiel Pokalspiel gegen Fürth habe ich gewonnen 7-5 nach Verlängerung. Ja, normaler, mit einem 4-4 in die Verlängerung. Normales Bochumer Ergebnis halt, ne? Ja. Also ich bin mit dem 4-4 in die Verlängerung gegangen, hab dann geführt in der Verlängerung. Nee, ich hab erst zurückgelegen in der Verlängerung. Und dann hab ich noch mit 2 Tore geführt. Aber ich lag auch zur Pause 3-0 hinten bei dem Spiel, also. Ja gut. Ich finde, kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber so weit von. Dann habe ich 4-3 geführt und dann aber relativ schnell den Ausgleich kassiert. Dann ging es in die Verlängerung. Da lag ich zurück, hab dann in der ersten Hälfte ausgeglichen und dann 2 Tore, dann war Fürth im Boden. Na gut. Andere gewinnen 7-5 nach Elfmeterschießen, ich gewinne 7-5 nach Verlängerung. Ja, das muss so. Verstehe das Problem nicht. Ich auch nicht. Das Problem ist, dass Stuttgart gerade führt. Das ist in der Tat doof.
Aber das habe ich jetzt wieder aufgeglichen. Direkter Gegenangriff. Stuttgart führt nicht mehr. Weiter geht's nach Uffing am Staffelsee. Ja, das ist Uffing. Uffing am Staffelsee. Könnte ein Song werden. Vielleicht ist das deren Hymne. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte ein Song werden, muss aber nicht. Ja. Im Zweifel kein Problem. Richtig. Oh. Da wollen wir nicht dahin in den Lokschuppen, und das ist auch schade. Das hätte mich jetzt ja schon interessiert. Mark, was war das denn für ein Pass? Im Zweifel der schlechteste deines Lebens oder ein super Zuckerpass? Je nachdem. Ein richtig Scheißpass. Vom 11-Meter-Punkt ins Tor aus. Sehr gut. Völlig unbedrängt. Oder hinten kommt Uffing, es läuft. So, 1-1 zur Pause. Geh mal kurz Fenster zu machen. Jo, mach das. Gleich Highspeed mit 140. Wieder da. Hervorragend. Ich sag gleich Highspeed mit 140. Ich hatte die Kopfhörer aufgelassen. Ich habe ja vorhin Kopf. Sehr gut. Was mitbekommen. Funktioniert nur so halb halt. Weil viele Bände. Aber Highspeed klingt doch erstmal ganz gut. Ja, Highspeed für eine S-Bahn. Also mehr als 100, 160 kannst du ja mit PZB eh nicht wirklich. Ja. Also 165, dann danach macht das Ding eine Zwangsbremsung. Aber... Das war auch die Ruhe weg, Junge. Welcome to the Uffing. Jetzt fährt Stuttgart 2. Ja, so quasi wie am Wochenende das sein wird. Keine Ahnung. Ihr habt das als erstes gehört. Aber technisch gesehen, wenn dieses Spiel wenn diese Folge rauskommt, plus Verzögerung plus Halbzeit, sind wir gerade knapp am Anfang der ersten Hälfte, wenn ich diesen Satz sage. Ja, nicht gut. Entschuldigung, am Anfang der zweiten Hälfte meinte ich.
Also ja. Naja, ihr könnt dann schon eine Tendenz absehen. Ne? Ja, 3-1 für Stuttgart. Ich sag ja, ihr könnt dann schon eine Tendenz absehen. Aber ich dachte, ich könnte mal ein vernünftiges Spiel so knapp 2-1 gewinnen. Nein, jetzt muss ich wieder, wenn ich gewinnen will, so ein komisches 4-3 machen. Ja. Standard-FIFA-Ergebnis halt. Absolut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich in der Champions League und Pokal so gut dabei bin. Und in der Liga läuft es einfach nicht, da bin ich Achter oder so. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich weiß nur, der nächste halt ist Hugelfing. In der Liga bin ich halt Achter, weil ich da solche Spiele bei habe wie heute. Das. Oh, zwei Spieler wechseln, die sind natürlich ein bisschen erschöpft von der Champions League unter der Woche. Ja, Hauptsache du trittst den Ball nicht quasi in vollem Lauf ins eigene Tor als Torwart. Das kann ja quasi gar nicht passieren. Ja, das habe ich, glaube ich, noch nicht geschafft in FIFA. Ja, das hat auch sonst selten einer geschafft. Also das ist ja Kobel schon ein sehr exklusiver Club. Wobei ich das auch explizit nicht als Torwartfehler einschätze. Es war ein Fehler, dass der überhaupt aufgestellt wurde nach der Verletzung. Also so früh, ne? Ja, ich verstehe. Vor allem ohne Not, der Meier hat ja gut gehalten. Ja. Aber die Frage, warum er da rauskommt, muss er tatsächlich selber beantworten, ne? Ja, rauskommen ist ja kein Problem, er muss ja nur den verkackten Ball treffen. War ja nicht so, dass war ja nicht so, dass er da jetzt ein großer Bedrängnis war. Ich fand das 3-0 übrigens viel schlimmer als Torwartfehler. Ah. Den Ball da so abklatschen lassen, das habe ich seltenst gesehen. Und wenn, dann auch höchstens auf Kreisliga-Plätzen. Ich finde halt, er hätte eigentlich dadurch, dass keine Bedrängnis ist, auch einfach. Einfach ablaufen können, ja. Ja, einfach an der Strafraumgrenze stehen bleiben, den Ball mit der Hand aufnehmen, gut ist. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Dann wäre halt nichts passiert. Ja, aber jetzt muss man auch sagen, die haben nicht wegen dieses Fehlers das Spiel verloren, ne? Also, nein. Wobei umgekehrt, wenn du die beiden Kobelfehler rausrechnest, war es halt das Unentschieden, was ich erwartet habe. Naja. Ist egal. Jetzt kannst du als Dortmund nur noch sagen, alle Spiele musst du jetzt selber gewinnen und hoffen, dass Bayern einen Fehler macht. So. Es steht jetzt übrigens 4-1 für Stuttgart, also das Spiel ist, glaube ich, hier. Das wird dann schwierig, ja. Vor allem, weil nur noch 10 Minuten sind. Und ich den Ball gerade nicht habe. Stuttgart fast das 5-1 schießen. Läuft irgendwie nicht nach der Champions League. Auch weil FIFA sich solche Pässe erlaubt. Ja. 2-4, aber ich fürchte, in der 86. ist es etwas schwierig. Ja, guck, Hugelfing sieht aus, wie ich mir das vorstelle. Schade. Auch. Ja.
Nein, ich habe gerade das 3:4 gemacht. Guck oben auf die Uhr und es ist schon die zweite Nachspielminute von einer angegebenen. Also, da wird jetzt nichts mehr passieren. Tja, habe ich leider doch verloren. Aber knapper als das Spiel aussah. Kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen, dass ich noch 2 Tore gemacht habe, kurz vor Schluss, ne? Schlecht. Also für die Differenz ist es vielleicht nicht ganz so verheerend. Ja, das ist richtig. Was hat sich FIFA denn jetzt ausgedacht? Jetzt spiele ich hier in der Woche nochmal ein Spiel. Belastend. Komm lieber nach Hugelfing, hier ist auch schön. Hier ist der Hund begraben. Genau. Ja, dann spielen wir jetzt wohl gegen Frankfurt. 13. Dezember. Gegen Frankfurt. Let's go. Gegen Frankfurt. Yep. So, jetzt machen wir alles besser. 3. Minute 1-0. Für dich auch? Ja. Gut. Es geht weiter nach Weilheim. Bisschen glücklich, dass nach einem Postentreffer. Dass da halt der andere Stürmer mitgelaufen. Ja, gut. Man muss auch mal Glück haben. Und wir haben auch wieder einen 140er Abschnitt. Das ist doch schön. Aber gut, wir haben auch 7 Kilometer dazwischen, also da kommst du mit 110ern auch nicht so in den 4 Minuten durch. Ja, gut. Ja, der Zug kann auch eh nur so 133, ohne dass er abschüssig fährt, aber von daher. Das geht schon. Bin ich jetzt aber beruhigt, dass das Signal grün war. Hier zu bremsen, stelle ich mir das lustig vor. Wird wieder ein Vorsignal mit 100er Beschränkung. Da können wir mit arbeiten. Müssen wir eh nie bestätigen. Oder wird eine 100er Anzeigetafel? Das weiß ich noch nicht. Es wird eine 100er Anzeigetafel.
Oder sie fehlt einfach komplett, weil offensichtlich stand da keine. Ja, passt du den Ball zum Torwart zurück? Mit dem schlage ich den Ball über die Mittellinie abseits. Ja, muss so, ne? Also, musste mich gerade kurz eben konzentrieren, weil das die eine PCB-Stelle war, wahrscheinlich auf diesem Szenario. Ja, alles gut. Wo ich tatsächlich mal das Knöpfchen drücken musste. Ist aber das schon wieder grün alles. Alles gut, Kinder. Ja, Weilheim sieht tatsächlich ein bisschen größer aus. Da steht auch schon drüben in Intercity. Ja, das ist eher, was ich mir unter Stadt vorstelle. Doch schon. Ist doch einfach nur ein abgestellter Wagen. Nur abgestellte Waggonreihe, ne? Das ist ja auch interessant. Naja, wird schlimmer wird. So. Das Signal da hinten zeigt uns schon mal 60. Das ist doch auch nett. Da kann ich doch mit arbeiten. Boah, 1-0 zur Pause. Klingt am hart erkämpften 1-0 momentan. Oh. Bist du noch da? Ich bin auch da, bin ich ja. Noch da? Du bist auch noch da, also ich höre dich zumindest. Der Stream hat gerade irgendwie komische Zeitraffer gemacht. Nachdem er kurz festhing. Das ist gut. Das muss so. Da sitze ich normalerweise im Schnitt Stunden dran, Tobi, also freu dich. Achso, es geht weiter nach Tutzing. Ich hab's gar nicht angekündigt. Excuse moi. Ja, nicht schlimm, ne? Ich glaube, dann haben wir es auch bald, ne? Also ich glaube, nach Tutzing kommt nicht mehr viel. Genau, Feldafing, Possenhofen und dann sind wir schon in Starnberg. 20 Minütchen noch. Da kommt ungefähr hin mit der Stunde. Ist ja gut. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, so ist ja nicht. Und dann kann ich den Bums gleich direkt hochladen. Und mich dann noch mal kurz durch GIMP quälen und so ein generisches Thumbnail-Kack-Ding machen, wo ich einfach immer nur das Bild hinterklippen muss. Habe ich jetzt ja für Factory Town auch hingekriegt. Das wird ja gehen. Machen wir mal überlegen, ob ich einfach mal wieder so ein paar lose ETS 2 Folgen karrieremäßig bringe.
Weil ich habe jetzt keine Lust, einfach jeden, also so einen Karrierespielstand zu machen, wo ich alles, einfach alles aufnehme, weil das, glaube ich, hochlangweilig ist. Aber so ab und zu mal so ein paar Folgen, könnte ich mir auch mal wieder vorstellen. Ja. Sind halt nur immer so Spiele, die sind halt prädestiniert, wenn du einen dabei hast, mit dem du dich auch mal unterhalten kannst, ne? Weil da ist jetzt ja nicht wirklich viel Story drumrum. Meistens ist das ja möglich, dich mit mir zu unterhalten. Ja, absolut, absolut. Im Zweifel kann ich dir halt sagen, dass Stuttgart besser ist. Ich spiele gegen Frankfurt. Ja, aber gegen Stuttgart hast du gerade verloren. Ach ja. Also jetzt schon wieder gut, dass ich nicht mit Karrierepunkten spiele, sonst wären wir jetzt schon mal minus 5000. Für die 111 bei 110. Ja. Aber Frankfurt ist auch gerade echt das bessere Team. Ja, also auch da wie in echt. Ja, wie jetzt am Wochenende auch der Fall war. Aber wenn du dann halt 2-0 führst, führst du 2-0, ne? Ja. Wie steht's eigentlich bei Bayern? Kannst du das mal recherchieren gerade? Oder? Ja. Du hast ja gerade Pokale. Ich jetzt mal kurz gucken. Ich habe gerade nämlich das 2-0 geschossen. Das ist gerade eh der... Also, 0-0 noch. 12. Minute. Das ist gut. Ich könnte mir das ja auch angucken, aber ich will das nicht sehen. Das ist halt... Frankfurt, Berlin hast du mitbekommen? Ja, 2-0 war es, ne? Ja. Auch schon interessant. Ja, habe ich auch ehrlicherweise mit gerechnet. Also das Frankfurt Berlin da... Berlin so ein bisschen ein, ne? Ein bisschen ist gut. Also, na gut, mein Umkehrschluss, also soll halt jetzt nur nicht am Wochenende gewinnen, das wäre mir schon recht. Aber ansonsten ja. Können die meinetwegen machen, was sie wollen. Also, was ich halt interessant finde, ist, dass die 3 von 4 Partien im Free-TV zeigen. Das ist in der Tat interessant. Also die haben vorhin das erste Spiel im ZDF gezeigt, jetzt ARD und morgen das Spiel läuft im ZDF, das Dortmund-Spiel. Mhm. Nur das frühe Spiel morgen, das wird nicht übertragen. Im Free-TV. Das interessiert wahrscheinlich keinen. Wer spielt da? Stuttgart. Gegen Nürnberg. Ja, das habe ich ja gar nicht so unrecht. Mit meiner Prognose. Ja. Aber nur weil es keinen interessiert, heißt es ja nicht. Nur weil es jemanden interessiert, heißt es ja nicht, dass sie es deswegen zeigen. Ja, das ist richtig. Ja, manchmal kommen ja auch. Das sind ja trotzdem irgendwelche TV-Deals. Ja, wobei ich hätte auch lieber eine normale Folge Rosenheim-Cops gesehen, ja. Also. Jetzt als Bayern, oder? Ja, das auf jeden Fall. An die vorhin. Als ob du Rosenheim-Cops guckst. Ich habe die früher immer geguckt, als ich noch bei Muttern gewohnt habe, weil die immer quasi, also meine Eltern haben die halt geguckt und ich saß halt häufig bei denen im Wohnzimmer. Ja, okay. Und das war eigentlich immer eine amüsante Serie, also so ist es nicht. Ist jetzt keine hohe intellektuelle Genusskunst, ne? Aber kannst du problemlos gucken, ohne dass es dich aufregt. Ja. Ich überlege halt gerade, ob das 13-0 jetzt ein bisschen zu viel des Guten ist bei dem schlechten Spiel, was ich eigentlich mache. Aber hey, nehme ich mit. Nach dieser Niederlage gegen Stuttgart. Alles fürs Torverhältnis. Die völlig unnötig war, ja. Aber sehr viel eingleisig da, ne? Ja, ich glaube, das ist eine relativ komplett eingleisige Strecke, ne? Also, da ist nicht viel Abzweig. Das wird halt Richtung München dann besser, aber das ist nicht dieser S-Bahn-Teil. Jetzt fällt Frankfurt gerade auseinander. Das fällt gerade in seine Einzelteile. Ich habe das 4-0 gemacht. Das ist gut. Ja, das Ding ist jetzt auch durch, also. Was jetzt beschlossen, das lässt du dir nicht mehr vom Brot nehmen.
90. Minute läuft. Also, nee, ja, das ist, glaube ich, sogar eine halbwegs safe Bet, ja. Vor allem, weil FIFA jetzt abpfeift, während Frankfurt gerade vom Jetzt wird sich Tobi kurz wundern, warum ich im Discord schon umgeschaltet habe. Aber ich wollte eigentlich gucken, was das für eine Bahn war. Aber leider kann ich da jetzt leider nicht hinterherfahren. Stuttgart 4-0 auswärts zu gewinnen in Frankfurt. Das kann man mal machen, warum nicht? Ja, ich finde auch die Torverteilung gut. Dritte Minute und dann 67., 78., 88. Tutzing Bernried, keine Ahnung, was das für eine Bahn ist. Na, Tutzing hat mehr Gleise als Bonn Hauptbahnhof. Was? Ja, gut. Meinst du, es ist keine Leistung, ne? Ja. Ich würde fast sagen, es gibt Hobby-Schienenanlagen im Keller, die haben mehr Gleise als Bonn Hauptbahnhof. Hoffe. Welcome to Tutzing. So. Jetzt geht's gegen das nächste Team. Tutzing ist jetzt aber größer, als ich gedacht hätte. Ja, Mensch. Ich finde die Aussage, jetzt geht's gegen das nächste Team ganz gut, weil ich gerade nicht drauf geachtet habe, gegen wen ich spiele. Ist auf jeden Fall sehr präzise. Ja, es ist Bielefeld. Ja gut, das fällt ja auch unter Ferner Liefen, ne? Also. Ey. So, drei Haltestellen haben wir noch. Fangen wir mal an mit Felderfing. Tolles Erlebnis, dieses FIFA-Spiel. Das klingt auch gerade schon sehr spannend. Ja, Heimspiele sind anscheinend schwerer als Auswärtsspiele. Ja, da hat man nicht die Unterstützung des Publikums. Warte mal, was? Ja, ich weiß auch nicht. Was macht mein Torwart da? Der kobelt. Oh. Ja. Das ist aber sicher ein trockenen Hals hier, du. Erstmal noch ein Schlückchen getrunken, wa? So, 1-0. Für mich. Muss ich vielleicht dazu sagen. Ja, ich wollte gerade auch provokant nachfragen. Also alles richtig gemacht. Ja, ja. Du, ich auch. Immer gerne. So, und da sind wir auch schon in Felderfing. Geil.
Ja. Schade. Einfach auf den Ball bekommen und dann der Pass abgeblockt. Ah! Boah. Wird interessanter, das Video. Ja, also auf jeden Fall akustisch, definitiv. Also das, was du da gerade quasi podcastmäßig, radiomäßig transportierst, das ist auf jeden Fall besser als gerade das, was hier so in Feldafing passiert. Also ich spiele auch FIFA, ne? Also ich möchte das nochmal sagen, ne? Die Geräusche sind FIFA-Spielen. Ja, jeder macht da ja was anderes bei, ne? Also. So. Ach Mensch, kannst du nicht einfach... Ja, genau, bleib halt in der Eckfahne liegen. Der Ball bleibt so an der Eckfahne liegen. Auf einmal rennt dann Bielefelder hin und spielt den wieder raus. Gut. Dachte, ich krieg Eckball. Possenhofen ist die nächste Haltestelle. Dann dürfen wir sogar mit 120 hin. 2-0, so. Frei nach dem Motto, schnell okay. Hin, noch schneller, Berg. Ja gut, sind auch noch nicht 2,5. Das sind irgendwie nur 2,5 Kilometer. Das ist gut. Da führt auf jeden Fall das sympathische Team. Meiner Bescheidung. Ja. Ich auch so. Ja, jetzt läuft aber. Schön durchgekontert jetzt. Und ein Querpass und dann spielt er auf den Spieler, der am weitesten weg ist. Ich denke, was ist das denn? Aber hat gepasst. Sind halt drei Spieler mitgelaufen. Jetzt ist mein Stürmer verletzt. Das kann ich nicht gebrauchen, dass noch ein Stürmer sich jetzt gerade verletzt. Man kann eigentlich nie gebrauchen, dass sich überhaupt ein Stürmer verletzt. Also, das ist schon doof genug. Ja, Gangola, sie halten jetzt aber noch durch bis zur Pause in 2 Minuten. Pause ist ja jetzt. Scheint wieder. Ich nehme den mal runter. Sicher ist sicher. Die 3-0, da kann ich meinen Stürmer mal runter. Durch einen anderen Stürmer ersetzen. So muss das. So, und weiter geht es nach Starnberg, unserem heutigen Ziel. Noch 4,6 Kilometer mit 120. So, hauen wir nochmal richtig einen raus, ne? Jawohl. Zweite Halbzeit. Läuft bei dich.
jetzt Bielefeld hier. Geht jetzt genauso zerlegt wie Frankfurt. So muss das. Jetzt die Signale nicht liest und die SIFA und die BZB nicht anhätte, dann würde einem das nächste Signal karrierewertungstechnisch echt einen Strich in die Rechnung machen, weil die 40 steht da nicht. Gut. Gut, ich tippe auch mal, dass das Starnberg-Gleis rot sein wird hinten, also von daher passt das schon. Da steht's 4-1. Da haben sie sich gut durchkombiniert. Und ich wollte nicht grätschen, um eine Karte zu riskieren. Und einen Elfmeter. Ja, bei 4-0 würde ich sagen. Ich habe beim Stand von 4-0 dann auch keinen Bock drauf. Da mache ich lieber das 5-1. Das ist auch besser. Ja. Schön bis zur Grundlinie gelaufen, dann habe ich umgedreht, bin um die Verteidiger rum in die Mitte und habe abgezogen. Es war nämlich keiner mitgelaufen, um zu flanken von der Grundlinie. Da haben wir auch nochmal einen 500-Hertz-Magneten gesehen in der Folge. Das ist doch schön. Ja. Ah, jetzt steht es 5-2. Da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen im Stream geguckt, statt auf das Spiel. Ja, ist ja nicht schlimm. Da wir sind jetzt auch gerade zum Halten gekommen. Also alles tutti frutti, du. Ja, als 80. Minute, ich habe da keine Sorgen mehr. Nee, ich glaube, da passiert dann auch nicht mehr so ganz was viel. Passiert. Das ist wohl auch nicht falsch, also möchte ich einfach mal behaupten. Deswegen. Ja, gut gemacht. Trotz des engen Zeitplans haben sie es in sehr guter Zeit gemeistert. Ihre Fahrgäste bewundern die tollen Aussichten entlang des Sees. Ja, gar keine Ukraine. So, Szenario abgeschlossen, Kinders. Nice. Schunderwöhn, wunderschön. Da haben wir 0 EP erhalten. Das ist gut. Damit bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss. Tschüssi.